Ich habe gar nicht den Titel, dass ihr da eingeschaltet habt, hier zu einem kleinen neuen Video. Der möchte jetzt mal den Strand und das Meer kennenlernen. Wie wir hier schon sehen, hier sind super viele andere Hunde am Start. Also Golden Retriever, Labrador und was weiß ich nicht, alles was wasseraffin ist. Wir wissen noch gar nicht, was er jetzt hier so kann. Ob er überhaupt Bock auf Wasser hat. Strand findet er auf jeden Fall super, ne? Im Sand spielen und so. Ja, ja, das finden wir schon alles ganz toll hier, ne? Schön im Sand buddeln. Komm her, komm. Also Wasser, haben wir jetzt gerade gesehen, ist noch nicht so sein Ding. Ja, könnte vermutlich auch an der Strömung liegen, weil es einfach kein ruhiges Gewässer ist. Außerdem ist das Wasser richtig, richtig kalt. Da kann ich vermutlich verstehen, dass er einfach keinen Bock hat, da jetzt reinzugehen. Aber naja, er ist ja auch noch jung, vielleicht beim nächsten Mal. Gehen wir jetzt einfach ein bisschen im Sand spielen, würde ich sagen. Ja. Wir üben jetzt mal Sitz machen. Gizmo, Sitz. Fein, hast du das gemacht. Komm, buddeln, buddeln, buddeln. Oh, voll in die Nase gepisst. Oh. Hilfe! 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 Oh. Oh. Da kann ich als vollwertiger Hundeersatz durchgehen. Ja. Nein, nicht an meinen Klamotten knabbern. Das wissen wir aber, Freundchen. Das war unser erster Tag am Strand. Ich finde, er hat sich ganz gut gemacht. Er ist vorhin noch mal ins seichte Wasser rein, da wo keine Wellen waren. Da hat es funktioniert, ne? Mäuschen ist jetzt auch schon wieder müde geworden. Und beim nächsten Strandbesuch klappt das mit dem Meerwasser bestimmt besser. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause, denn ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Schläfchen. Euch danke ich natürlich wieder recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Und ja, Dienstag kommt dann schon das nächste Video. Und zwar werde ich dann wieder was kochen. Und zwar in Kooperation mit Netflix. Ja, das ist mal tatsächlich das erste Mal auf meinem Channel eine Kooperation. Denn bald kommt die neue Staffel von Orange is the New Black raus. Und da werde ich ein bisschen Knastessen kochen. Versprechen, da ist sogar was richtig Ekliges mit dabei. Also wenn ihr Bock habt, seid ihr Dienstag mit dabei. Macht euch noch einen schönen Sonntagabend und einen schönen Start in die Woche wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.